Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zurück zu Chaos winkt wie bekloppt. Hallo. Ja, also der Chaos ist auch da. Der Chaos ist auch da. Wir sind wieder zurück bei Guild Wars 2 und diesmal sogar ohne Tag frei zwischen den Aufnahmen, denn ich habe einen aufnahmefreien Tag von Sonntag auf Montag verlegt letzte Woche. Hippie. Ja. So, ja, wir sind da, wo wir quasi gestern aufgehört haben. Ja, quasi. Ja, Luna Feuerball. Achso, Luna Feuerball ist quasi das neue Mitglied, was wir letzte Woche, also der Esel, der, die das Esel tritt. Die, schätze ich mal, behaupte ich mal. Echt, meinst du? Da, da. Da. Hallo. Oh, cool. Ja, ist heute mal online. Hallöchen. Luna, ich sag es Luna, da steht Luna. So, und langer Rede, kurzer Unsinn. Zustand bessert sich. Wo ist der? Ein Heilturm. Ida spritzt Zeug ab, egal. wollen wir da mal weitermachen? Ja, Chaos. Wir machen weiter. Gut. Aber erstmal der obligatorische Spruch. Jack. Ja. Hallo. YouTube. Smiley. So. Was müssen wir denn machen eigentlich, Chaos? Hier, keine Ahnung. In den Büschen nach Banditen. Büsche absuchen. Busch. Absuchen. Ich folge dir einfach, weil ich kann hier wieder wie üblich nichts erledigen, wie ich das ja schon gesagt habe. Hier rennen irgendwo, sind hier irgendwo Raschel. Raschelbüsche. Der Büsche? Ah. Ah. Wow, ganz viele Pfeile. Wow. Ja, es geht, glaube ich, jetzt sogar noch schneller. Ein Hirsch. Wer greift denn hier die Hirsche an? Wo kommt der andere Bandit jetzt her? Welchen Level ist denn Luna eigentlich? Ich guck mal schnell nach. Ist Level 22. Ging höher. Ging gegenüber Level 22. Also nicht so hoch. Noch nicht so hoch, nein. Also nicht überpowered, so wie du. Was? Bin ich overpowered. Nein. Ich hab mich extra zurückgehalten. Ja, okay, du hast diese Woche über nicht gelevelt. Nein. Sollte ich vielleicht mal wieder einführen, oder? Ich höre einen Raschelbusch. Wo ist er? Da, Raschelbusch. Wir töten die Squid mit ihrer eigenen Neues Event in der Nähe. Bewegung. Hat wieder aufgehört. Warum Squid töten? Keine Ahnung. Warum Squid töten? Töten die was die Banditen? Wow. Ein Fass. So, okay. Was noch? Wird dir so was angezeigt? Ach, da unten. Na komm, gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen, oder? Ja. Oh. Wenn nicht der Bandit. Hier. Ja. Ruf da. Kaum raus, Socken. Das überlege ich gerade. Gibt es denn schicke Neuigkeiten, die man den Zuschauern so erzählen könnte? Schicke Neuigkeiten? Ja, ich weiß was. Du weißt was? Ja. Oh oh. Was war's? Der Chaos kriegt einen neuen PC. Nein. Krieg ich gar nicht. Doch, der Chaos kriegt einen neuen PC. Und wenn ihr dieses Video seht, hat er ihn wahrscheinlich schon längst. Das könnte sein, ja. Wir hoffen, dass er morgen ankommt. Ja. Ja, Teile sind ja schon da. Ja, da hat dich aber die Post ein bisschen veralbert, würde ich mal sagen, ne? Die Post hat mich sowas von genetzt. Ich hasse sie jetzt schon. Der Chaos kann die Geschichte ja mal erzählen. Ja, nee, pass auf, also. Das Problem war, da wo ich den Rechner bestellt habe, ich weiß nicht, darf man Namen nennen? Pff, kannst du ruhig nennen, also ich bestelle da gerne mal. Jo, ich auch eigentlich. Also zumindest macht es einen guten Eindruck. Bei Mind Factory habe ich bestellt und war nicht alles... Huch, was ist denn hier los? Auf einmal so viel. Wo ist ein Necro? War halt nicht alles lagernd. Unter anderem die beiden Monitore, die ich hatte, nicht. Und ganz schlimm natürlich die SATA-Kabel. Oder S-ATA, Entschuldigung, S-ATA-Kabel. S-ATA-Kabel, so heißt das ja auch. Ja, ich habe mir das blöderweise angewöhnt. Große Männer da. Und, dann halt, dass die einmal die Monitore am 6.2. geliefert werden und die S-ATA-Kabel am 7.2.
So, sollte aber dennoch halt alles zusammengesendet werden. Und weil am 6.2. schon bei mir alles drin stand als lagernd und für mich reserviert, war ich schon ein bisschen skeptisch, dass dann am nächsten Morgen direkt schon geklingelt hat. Ich nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn die Bestellung... Oh, es gab's auch hier einen Mega-Lag. Wenn die Bestellung bis 4 Uhr morgens bei denen eingegangen ist, dann geht die ganze Sache noch am selben Tag raus. Ah, okay. Ja gut, auf jeden Fall. Allerdings, also es klingelte dann. Ich habe mir schon irgendwie so, kriegen die Nachbarn wieder Post, alles klar, darf ich annehmen. Nee, war Post für mich. Postbote kam hoch mit einem Päckchen. Was war drin? 2 Monitore. Also 2 Monitorpakete zusammengeschnürt zu einem. Okay, das ging jetzt fix. Ich mir dann so überlegt, na, haben sie sich vielleicht doch eins hingeschickt? Nee, er hat gemeint, er kommt gleich nochmal mit dem zweiten Päckchen. So, mich schon gefreut. Ja, was war's? War der Tower. Gut, Tower natürlich leer, ne, weil Selbstzusammenbau. Ich so, ja, der muss ja jetzt eigentlich noch das dritte Paket mit dem Rest kaufen. Ja, Pustekuchen, war nicht. Und ich denn so pfiffig wie ich bin, mich an Drakeus gewandt. Drakeus! Was machen? Post anrufen. Ne? Ja. Bei DHL so, anrufen. Bei Post, genau. Bei Post bzw. DHL angerufen. Und das war der Hammer. Die gute Dame hat mir dann erstmal gesagt, dass deren Paketverfolgungssystem ausgefallen ist. Der Witz ist, das ist die bei mir auch immer ausgefallen, wenn ich sage, es ist etwas nicht angekommen. Ja. Komischer, komisch. Ja, sehr komisch. Auf jeden Fall total genial. Die mir natürlich dann auch direkt gesagt, so, ja, das ist ausgefallen bis 23 Uhr. Ich frage mich, wie kann die das definieren, dass ein System bis zu einer bestimmten Uhrzeit ausgefallen ist und danach plötzlich nicht mehr? Die kann vielleicht besser mit IT um als du. Ja, wahrscheinlich. Bestimmt. Muss sie ja. Auf jeden Fall meinte sie dann zu mir, ja, es ist sehr schwierig und es lohne sich eigentlich gar nicht zu arbeiten. Ist schön das, für sie? Ja, das war ihr Wort. Also ich saß am Telefon und hab mir so gedacht, what? Chaos, kannst du mal Luna, wo ist denn Luna? Da ist Luna. Da Luna einladen in Gruppe. Ach so. Ja, sag das doch. Nee, auf jeden Fall ist halt das Päckchen mit den Einzelteilen für meinen PC nicht da. Also fassen wir zusammen, du warst gestern schon heißhungrig darauf, dass heute dein PC ankommt. Und heute kam an ein leerer Tower und 2 Monitore. Genau. Und das ist noch schlimmer, als wenn gar nichts da wäre, ist jetzt meine Einschätzung. Genau. Weil ja, vorher sitzt vor man da, ich krieg was. Und jetzt sitzt man da, die Hälfte ist da und guckt mich an und lacht mich aus. Ja, genau. Nee, und vor allem, weil ja eigentlich halt das auch zusammen rausgegangen sein sollte. Weil ich eben auch von Mindfactory nur eine Versandbestätigung bekommen habe. Von wegen, hey Leute, hier, wir haben es versendet, ne? Haben wir alles an unseren an DHL übergeben. Ja, ich kann mir fast vorstellen, wie das passiert ist. Es wird sehr wahrscheinlich so abgelaufen sein, dass das wirklich zusammen bei Mindfactory rausging. Das ist logisch, weil sonst können die wohl kaum sagen, dass das rausgegangen ist. Ja, genau. Wenn das eine Bestellung ist, weil es ja ein Bestellvorgang ist, der mit 3 Paketen gefüllt ist. Normalerweise steht dann drauf Paket 1 von X. Im Normalfall. Und ich vermute, dass das zum Hauptlager von nächstdichtesten vom Lager aus von Mindfactory gelandet ist. Und dann von da aus ist Bockmist gebaut worden. Dass von da aus nur ein Teil zu dir, zu deinem Hauptlager geschickt wurde und ein anderer Teil bei denen liegen geblieben ist. Gleiche Problem hatte ich doch auch, so was ähnliches mal. Das war letztes Jahr im Dezember. Jetzt muss ich erstmal euch wiederfinden hier. Auf jeden Fall. Ja. Ich sag mal so, es kommt ja, jetzt hast du ja die Bestätigung gekriegt, dass das heute rausgegangen ist. Ja, Gott sei Dank liefern die ja auch dann innerhalb von 24 Stunden. Und dann wird das ja wohl morgen bei dir ankommen, dann kannst du morgen gemütlich am Wochenende deinen PC zusammenzimmern. Genau. Dauert ja nicht lange. Nö, zusammenschrauben, 10 Minuten im Höchstfall. Ja.
Nee, auf jeden Fall, ich war Wo aber bist dann du eigentlich schon. Ich bin hier hinten. Bei der Tanne. Hinter dem. Der Palme, so. Jetzt fehlt uns bloß noch ein bisschen was, ne? Irgendein Gebüsch fehlt ich uns weiß noch. Es nicht. Irgendein Gebüsch fehlt uns noch. Ja, also dann kommt das morgen an, dann kannst du dir auch gemütlich dann morgen deinen PC zusammenschustern. Ich glaube, das Schlimmere wird dann eher die ganze Installationsplumper-Quatsch hier mit Windhof und so. Ja, gut. wird schon schief gehen. Ja, ich sag mal, das dauert mir immer am längsten, vor allem da die ganzen Treiberplumper-Quatsch auch installieren muss. Genau. Ja, ich muss morgen nur einmal noch sogar zu meinen Eltern sogar noch mal hin, weil ich dort meine Windows-CD hab liegen lassen. Ach so. Den muss ich mir die gleich nochmal wiederholen. Also ich hab, also bei mir hatte wirklich damals der ganze Installationspumper Quatsch länger gedauert als Zusammenschustern. Also was ist denn das? Ist ja bloß, du musst... Wobei es bei Windows 8.1 schon schnell geht wieder, habe ich so... Ja, aber du musst ja auch die Mainboard-Treiber installieren, du musst die Grafikkartentreiber installieren. Ja, aber mittlerweile geht das ja eigentlich auch relativ fix. Ich empfehle auch, die Treiber für die Monitore zu installieren. Also das empfehle ich ja grundsätzlich immer. Machen. Ja, dann eventuell Maustastaturtreiber, falls du hast. Aber ich werde ich auch machen, weil meine Maus kann ich dann nämlich matrizieren mit irgendwelchen Sondertasten. Was noch? Ja, okay, dann kommt der ganze Plumperquatsch. Apps, Photoshop, Render-Software. Oh ja, das wird so. Festplattenpartitionierung, Einrichten, obwohl das ja bloß 3 Klicks und fertig ist. Ja, wobei Festplattenpartitionierung, ja. Wieso, du hast eine Festplatte C, das ist die SSD. Genau, die dann bleibt ja wie sie ist. Die bleibt wie sie ist. Muss halt nur du musst halt nur dem Rechner sagen, damit das die SSD ist. Mhm. Und die anderen beiden Festplatten nimmst du eine für Rohdaten und eine für die fertigen Daten. Beziehungsweise, das haben wir genommen, 2x2, ne? Oder 2x1. Ne, 2x1. 2x1, okay, dann nimmst du eine Terabyte-Platte für die ganzen Datenplumper-Quatsch. Mhm. Also Spiele etc. und halt auch für die fertigen Videos. Genau, der Rest wird Aufnahme. Und die 1TB-Platte, die letzte, wird für sich ganz alleine nur für die Rohaufnahmen da sein. Da ist auch nichts anderes drauf, dann auf der Platte. Ja. Weil dann kann nämlich die Aufnahmesoftware auf eine Platte zugreifen, die ist dann nur am Lesen. Und die zweite Platte ist dann nur am Schreiben. Genau. Spart auch ein bisschen so, Zeit. So hatte ich das auch, auch gedacht. Toxisches Dingsbums machen wollte ich, ne? Nee. Ich muss erstmal. Ach, jetzt habe ich meine Dings gefunden. Naja, dann hau ich mal eine Runde mit dem Hammer zu. Oh, Eisenerz. Jo, habe ich jetzt. Halt, immer erst gucken, habe ich auch das Richtige drin? Ja, ich schon. Stahl. Ich habe Stahl drin. Ja, habe ich auch. So, ich nehme mal einen Schluck von meinem Getränk. Mach das? Da hinten läuft irgendwas. Was wir beschützen müssen. Und da ist irgendwas, was man kaputt machen kann. Das wäre so ein toxisches Dingsbums machen wir nicht. Nee. Gut. Das ist mir zu heiß. Ich bin hier durch. Wie? Wo musst du hin? Ich bin jetzt hier durch und ich muss jetzt theoretisch zu meiner Klassenquest da oben bei der Vision. Die schmeißt mich aber hundertprozentig aus dem Gebiet raus. Also glaube ich. Wir werden sehen. Wir gehen mal zu meiner Klassenquest. Halt. Oh. Ja, okay, da kommt noch das Schlimmste, was du vergessen hast, was du noch machen musst. Die ganzen Spiele von Steam installieren, neu. Ja gut, aber ich bin ganz ehrlich, jetzt bin ich froh. Meine 100 Mbit gibt ja momentan genug her. Die funktioniert locker. Einigermaßen. Also ich habe neulich ein Update gezogen, das hat er auch wirklich... quasi mit seiner vollen Leitung. So. Da war ich doch ein wenig erstaunt, dass das möglich ist. Ja, manchmal also sogar ein bisschen mehr, ne? Nicht nur 5 MB, sondern es waren wirklich dann das Ding, das hat gezogen ohne Ende und ich freue mich echt drauf, ganz ehrlich. Ach, haben sie es eigentlich gefixt bekommen bei euch vielleicht? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, unser Router hatte einfach nur einen guten Tag. Ja, oder so. Aber momentan sind wir echt ganz gut dabei. Also ich mache zwischendurch immer mal einen Speedtest. Und der läuft eigentlich ganz gut. Ich habe das Gefühl, wir verlassen hier das Gebiet wieder, wenn dem so ist. Ja, das ist ein anderes Gebiet. In die Richtung dann, muss ich dann auch. Dann würde ich sagen, gucken wir uns hier noch ein bisschen um, weil hier fehlt noch einiges. Oder hast du schon abgeschlossen? Ich bin schon fertig. Weil hier habe ich erst 31% abgeschlossen. Nee, ich habe schon 100.
Du darfst aber gerne sagen, wo wir hingehen, dann helfe ich. Lass uns mal zur Wegmarke Wachsame Quelle porten, weil da unten das Herz haben wir noch immer nicht abgeschlossen. Wachsame Quelle? Ja. Jupp, bin unterwegs. Kannst du mal Luna Bescheid sagen? Mach ich. Wenn ich da bin, schreibe ich. Dann schreiben wir das mal. Nur mal eben laden. Ja. Morgen geht's dann schneller. Euer Pfad führt über viele Schlachtfelder. Woher wisst ihr, wann eure Reise vorbei ist? Sie ist nie vorbei. Ich reise und die Welt offenbart mir ihre Wahrheiten. Ein Leben in Gewalt ist schon da. Seltsam wenig auszumachen. Es gibt Luna schon da. Luna hört uns. Ich denke nach. Schlachtfeld? In der Welt. So, das olle Herz hier müssen wir noch machen. Das olle Herz. Ui. Angst und Schrecken sind nutzlos. Das Herz hier, was die Tante hier erzählt. Das da. Was erzählt die denn? Zeigt dem Albtraumhof, dass er nicht willkommen ist, indem ihr das Gestrüpp in Brand setzt. Oh, hier, wir haben hier Veteranen. Wollen wir erstmal Veteranenkämpfe machen? Ja, gut. Der ist hier drin in der Höhle, ne? Stimmt. Da ist er schon. Und Feuer frei. Los, fall um. Ja, dafür freue ich mich schon, wenn Chaos einen neuen PC hat, weil das heißt denn für mich. Yay, wir können eigentlich Spiele spielen, die wir vorher nicht spielen konnten. Ja. Und kann man es eigentlich schon ankündigen, Chaos? Weil ich weiß noch nicht, ob du das Spiel jetzt schon gefunden hast. Gefunden? Ja, ein Spiel, was du noch finden, was du noch suchen wolltest, ob du das noch hast bei dir. Ich bin sogar zwei wieder dran. Überlege ich gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es habe. Mist. Gefunden habe ich es jetzt noch nicht. Weil das wäre nämlich die Rückkehr vom Let's Battle. Ja. Oder wie haben wir das genannt gehabt? Hatten wir das Let's Battle genannt? Let's Battle oder so, glaube ich. Wir das so genannt? Ich glaube ja. Also ihr wisst schon, meine lieben Zuschauer, das Spiel, wo, also das Projekt, sag ich mal, bei SimCity, was der Chaos und ich hatten. Mhm. Albtraumknolle, was bist du denn? Wo wir halt beide eine Map bestreiten oder zusammen eine Map spielen. Jeder auf seinen Rechner, jeder ohne den anderen zu sehen und dann zusammen versuchen, besser zu sein als der andere. Gegeneinander. Genau. Und das wollte ich denn eigentlich mit Chaos, seinem neuen Rechner, wieder ins Leben zurückrufen. Weil da kann der Chaos nämlich eines der Spiele spielen, weil wir gesagt haben, SimCity ist doof, das wollen wir nicht. Hier irgendwo ist ein Aussichtspunkt da oben. Den habe ich nämlich auch noch nicht. Ah, okay. Und deswegen. Schade, dass der Rechner nicht heute kam. Dann hätten wir es nämlich heute aufnehmen können oder schon am Wochenende. Ja. Sonntag geht ja nicht. Nee. Und Samstag geht auch nicht. Also morgen. Noch morgen. Nee, morgen geht nicht. Nee, weil bin morgen auf dem Geburtstag der Kupferbarke eingeladen. Oh, dann, ne? Du weißt ja. Richtig, wir gucken, gehen nämlich ins Kino, wir gucken Robocop. Hey, cool. Ja, ins Kino muss ich auch mal wieder. Dieses Jahr komme ich leider nicht drum rum, muss ich zugeben. Was haben wir? Was gibt's? Ja, pass mal auf, wir haben dieses Jahr Iron Man. Nee, Iron Man, ich vergiss es. Captain America 2. Okay. Wir haben das Herz hier übrigens abgeschlossen. Sehr schön. Dann haben wir Amazing Spider-Man 2. Oh, okay. Dann haben wir Robocop. Dann haben wir Expendables 3. Ja. Dann haben wir. Oh mein Gott, denn auf jeden Fall der Hobbit kommt ja dieses Jahr noch raus, der letzte Teil. Dann kommt. Irgendwas war auch noch, was ich unbedingt gucken wollte. Noch haufenweise Comic-Verfilmung. Ja, genau. Batman vs. Superman ist abgesetzt worden für dieses Jahr. Weil die Jungs von DC Angst hatten, weil sie nämlich einen anderen Superhelden dieses Jahr auch rausbringen wollten, und zwar Ant-Man.
der sich so einschrumpfen kann wie Insekten und mit Insekten reden kann. Der kommt auch dieses Jahr raus, den muss ich unbedingt gucken.